So, ganz herzlich willkommen zur zweiten Woche Algorithmen und Datenstrukturen. Ich versuche das hier parallel aufzuzeichnen. Ich weiß nicht, ob das klappt, weil ich mich die ein oder andere Corona-Quarantäne-Mail erreichte. Und da werden wir heute auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, wie wir das jetzt sozusagen dann in der Semesterdurchführung machen, was wir vielleicht hier machen, was wir online machen. Ich versuche das heute hier aufzuzeichnen. Ich habe jetzt kein anderes Mikro, darum bleibe ich immer schön hier stehen. Das fällt mir immer schwer, weil ich immer so gerne rumlaufe in der Veranstaltung. Darum muss ich das hier mal mit dem Notebook-Mikro probieren. Ja, ich würde Sie zunächst noch einmal ganz kurz auf diese beiden Dinge hinweisen. Ich hatte die Links, stehen auch im Elias Lernraum, diese beiden Umfragen. Ich hatte das ja beim letzten Mal erläutert, dass wir so ein bisschen dieses Kurskonzept begleitend evaluieren wollen. Ich fühlte mich nochmal dadurch bestärkt. Wir führen gerade, ich weiß nicht, Sie haben diese Woche oder letzte Woche, Freitag, glaube ich, haben Sie eine Mail aus dem Studiendekanat bekommen zur Mitarbeit an so Workshops mit Studierenden. Müssten Sie bekommen haben. Haben Sie das bekommen? Sie erinnern sich? Haben Sie bekommen, genau. Das ist das vierte Gespräch, den vierten Workshop, den wir durchführen. Wir haben das schon gemacht mit Lehrenden, mit Arbeitgeber, Arbeitgeberinnenvertretern und mit Alumni. Und sowohl die Workshops mit den Arbeitgebervertretern als auch der Workshop mit den Alumni, der war, glaube ich, vorletzte Woche, hat mich eigentlich in unserem Kurskonzept bestärkt, dass wir nämlich die Tools, die wir hier einsetzen, frühzeitig einsetzen, damit sie da Kompetenz aufbauen. Ja, und damit wir das auch irgendwie so ein bisschen belegen können, machen wir halt begleitend diese Untersuchung, darum auch mal Werbung für diese beiden Befragungen. Ich hatte da jetzt vor dem Wochenende, glaube ich, reingeguckt. Da hatten 25 oder 30 schon teilgenommen. Das ist aber nicht bei weitem das, was wir jetzt hier im Hörsaal haben und auch das, was in der Veranstaltung angemeldet ist. Darum nochmal die dringende Bitte, diese beiden Befragungen kurz mitzumachen. Einmal Erwartungen, Wünsche, Befürchtungen im Hinblick auf die Veranstaltung. Und die zweite Befragung ist ja diese hier. Ihre persönliche Lernbiografie geht relativ zügig. Wie gesagt, die Links stehen im Elias-Raum und da würde ich Sie doch bitten, daran teilzunehmen, damit wir sozusagen vielleicht das, was wir hier machen, das Gute, was wir machen, vielleicht wird es ja auch nicht so gut, dann ist das auch okay, aber wenn wir es denn für gut befinden, das stärkt dann immer die Aussagekraft, also wenn nur ich das sage, aber wenn dann sozusagen positives Feedback von den Studierenden kommt, dann hilft das auch nochmal so in der internen Diskussion. So, die letzte Woche, da haben wir ja relativ viel Input gegeben, heute gebe ich auch nochmal so ein bisschen Input, aber eher so zur Orientierung. Ich hatte jetzt schon gehört, einige sind schon fleißig dabei, haben sich das Git eingerichtet, sind auch schon bei den Projekten dabei. Und ich würde, das würde ich bei den anderen beiden Lernsprints auch machen. Wir werden das Semester ja veranstalten als drei Lernsprints. Der erste Lernsprint, da geht es jetzt um das Thema Sortieren und Algorithmenanalyse. Die nächsten beiden, da geht es dann um das Thema Datenstrukturen, Entwurf und Graphenalgorithmen. Und ich würde immer so einen kurzen Einblick geben in die wesentlichen Ideen, die denn da sozusagen vermittelt werden sollen. Das würde ich heute jetzt auch nochmal machen, damit wir einfach in dieses Thema so ein bisschen reinkommen. Also so ein bisschen Motivation, warum machen wir eigentlich diese Dinge, die wir da jetzt im ersten Sprint machen wollen. Und dann gehen wir anschließend, das wird nicht so lange dauern, denke ich. Ich gebe einen kurzen Überblick und dann gehen wir sozusagen in die individuelle Teamarbeit rein. Die Produkte, die sie erstellen sollen, das haben wir ja letzte Woche sehr stark fokussiert, sozusagen die, ja, ich sag mal, fit fürs Praktikum, dass sie da die Tools kennenlernen, dass das alles eingerichtet wurde. Punktuell taucht dann nochmal die ein oder andere Mail auf oder als Issue in dem GitLab. Ich finde noch keine Teams. Ja, dann konnten wir sie noch nicht zuordnen. Der Christian trägt das dann ein oder Sebastian oder ich, sodass sie dann auch entsprechend in ihren Projekten drin sind. Das ist sozusagen der praktische Anteil, dass Sie da ja, kleinere Programmieraufgaben machen. Und das zweite Produkt, was Sie ja entwickeln sollen, das sind im Prinzip, ich nenne es mal so Wissensspeicher oder ja, sowas wie ein Spickzettel, den Sie dann während der Klausur verwenden können. Das ist quasi das zweite Produkt, was Sie entwickeln. Ja, und jetzt gucken wir mal ganz kurz rein, was wir denn eigentlich in diesem ersten Lernsprint machen wollen. Ja, einige, die jetzt vielleicht schon ein bisschen vorgearbeitet haben, für die ist das jetzt nichts Neues mehr, aber eigentlich ist das immer ganz gut, damit man in so einen Sprint reinkommt, dass ich einen kleinen Überblick gebe. Das haben wir aber letzte Woche halt einfach nicht geschafft.
Ja, was machen wir? Sortieren. Ich glaube, der Sebastian hatte das beim letzten Mal auch ganz kurz gesagt, entweder am Montag oder am Dienstag, das weiß ich nicht mehr, dass halt wahnsinnig viel Zeit für das Sortieren von Daten benötigt wird im Rechner. Ich habe irgendwo gefunden, 25% der Zeit auf Großrechnern, dass das nach wie vor der Fall ist. Und das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, hinlänglich gut untersucht in der Informatik. Das ist vermutlich das Problem, was am intensivsten untersucht wurde, sowohl was die Algorithmenentwicklung angeht, aber auch was die Analyse von Algorithmen angeht. Und das ist auch genau der Grund, warum wir das hier machen, weil wir uns nicht für das Sortieren als solches interessieren. Das ist vielleicht auch interessant, aber wir wollen im Prinzip mehrere Prinzipien anhand des Sortierproblems quasi vermitteln. Das eine ist, dass wir in der Lage sind, einen Algorithmus im Prinzip zu analysieren, dass wir sagen können, oh, das ist jetzt aber ein guter Algorithmus, das ist ein schlechter Algorithmus. Damit wollen wir uns auseinandersetzen, dass wir also irgendwie so ein Qualitätskriterium entwickeln. Und das Zweite ist, dass auch beim Sortieren schon mehrere Prinzipien verwendet werden, die man generell für Algorithmenentwurf verwenden kann. Ja, was steht da? Divide and Conquer beispielsweise, das ist irgendwie ganz typisch. Ja, man teilt ein Problem auf, löst dann die einzelnen Teilprobleme und führt dann hinter die Lösung der Teilprobleme wieder zu einer gesamten Lösung zusammen. Das ist im Prinzip Divide and Conquer. Ja, und das ist natürlich ein Prinzip, das eignet sich nicht nur für Sortieren, sondern findet man auch an vielen anderen Stellen. Oder es könnte eine Idee sein, wenn ich sozusagen vor der Frage stehe, oh, entwickle jetzt mal einen Algorithmus für eine bestimmte Fragestellung. Ja, und das werden wir halt auch anhand des Sortierens uns betrachten, quasi Methodiken des Algorithmenentwurfs. Anwendungen sind ganz vielfältig, entweder explizit, dass ich sage, so jetzt sortieren wir mal die paar Daten da, aber manche Dinge sind auch einfach leichter, wenn ich sortierte Daten vorliegen habe. Ja, das einfachste Beispiel ist, das finden Sie auch in dem Elias, wenn ich mir irgendwie angucke, ich möchte, dann habe ich das Beispiel in dem Skript von so einem dicken Telefonbuch. Ja, ich weiß nicht, das kennen Sie vielleicht noch, so ein dickes Telefonbuch. Ne? Heute macht man irgendwie das örtlich oder wo auch immer man nachguckt online. Dickes Telefonbuch. Wenn Sie da nach einer Telefonnummer suchen von, ich sag mal, Schmidt, ja, beliebter Name im Deutschen, dann fangen Sie ja nicht auf Seite 1 an. Ja, dann schlagen Sie es in etwa irgendwo auf und gucken, was habe ich denn jetzt sozusagen auf der linken Seite? Ja, wenn das lexikografisch kleiner als Schmidt ist, dann gucke ich sozusagen in dem rechten Teil weiter. Ja, und das ist im Prinzip, und das wiederhole ich dann sozusagen ein paar Mal, bis ich halt bei Schmidt angekommen bin und wenn ich die Clara Schmidt suche, ja, bis ich halt diese Telefonnummer gefunden habe. Das ist das Grundkonzept der binären Suche. Sozusagen immer eine Hälfte meiner Daten ausschließen, indem ich da sozusagen reingreife, gucke, wo lande ich jetzt gerade, wo will ich hin und dann nur noch den Teil verfolgen, der denn sozusagen meiner Lösung irgendwie entspricht. Ja? Das kann ich aber nur machen, weil die Daten sortiert sind. Ja? Wenn Sie ein unsortiertes Telefonbuch hätten, dann bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als vorne ganz am Anfang anzufangen und bis im Worst Case, im schlimmsten Fall, bis zum Ende durchzusuchen. Ja, der Worst Case tritt immer dann ein, wenn Sie die Nummer gar nicht haben in Ihrem Telefonbuch. Ja, sonst finden Sie es vorher. Das geht also nur, weil wir sortierte Daten vorliegen haben. Und dafür gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Ja, beispielsweise, wenn Sie irgendwie Elemente haben in der Menge und Sie möchten die Elemente haben, die am dichtesten beieinander liegen, ja, dann hilft auch das Sortieren. Ja? Sortieren Sie einmal und dann können Sie im Prinzip den Abstand der benachbarten Elemente direkt messen oder errechnen und dann können Sie auch das Kleinste davon ausrechnen. Also das ist häufig nur sozusagen Vorschritt vor dem eigentlichen Algorithmus. Das Problem, mit dem wir uns da auseinandersetzen, ganz abstrakt betrachtet, gucken wir uns eine Folge von ganzen Zahlen an. Das können natürlich jetzt beispielsweise ganz unterschiedliche Bedeutungen haben. Das können Zahlen als solche sein. Es könnte sich um beispielsweise Matrikelnummer von Studierenden handeln. Das könnten natürlich auch Namen sein. Ja? Dann abstrahieren wir das jetzt hier. Also wir gucken uns jetzt hier, und so sind auch beispielsweise die Beispiele im Skript typischerweise aufgebaut oder in dem Elias-Modul. Wir machen das immer mit ganzen Zahlen, weil das dann einfach zu formulieren ist. In der Praxis macht man das häufig dann natürlich auf anderen Daten. Aber das ist, sag ich mal, das stört den Algorithmus nicht. Das Einzige, was wir brauchen, ist im Prinzip, ja, was brauche ich?
Was muss ich können, um sowas lösen zu können? Frage an Sie, wie ich hier so in einen einteiligen Monolog falle. Was brauchen wir? Was ist die Grundvoraussetzung? Ja? Ein Schleife zu bauen. Schleife, ja, wenn ich mir jetzt mal so zwei Elemente betrachte. Schleife brauche ich auch, aber ich brauche noch mehr, wenn ich mir zwei Elemente betrachte. Ja. Du musst die Möglichkeit haben, die vergleichen zu können. Genau, ich muss sie irgendwie vergleichen können. Ich muss irgendwie sagen, das eine ist kleiner als das kleiner als das andere oder größer als das andere. Das heißt, das, was wir hier auch sehen, ist im Prinzip eine Problemspezifikation. Auch das finden Sie in dem Elias-Modul. Ja, ich beschreibe die Eingabe, eine Folge von ganzen Zahlen. Irgendwie n ganze Zahlen, a1 bis an benannt. Und eine Ausgabe, eine Permutation, also irgendwie eine Vertauschung der ursprünglichen Zahlenfolge mit der Eigenschaft, dass sozusagen diese Vertauschung dazu führt, dass wir, ich sag mal hier ganz links, das kleinste Element haben, dann irgendwie so eine kleine Gleichbeziehung haben. Es können ja auch identische Elemente in einer Folge drin sein. Ja, dann brauchen wir also irgendwie sowas wie so ein kleiner Gleich. Und ganz rechts steht das größte Element. Ja, einfaches Beispiel wäre das hier. Ich habe irgendwie eine Zahlenfolge, 17, 7, 26 und so weiter. Und am Ende kommt irgendwie raus, 7, 9, 11 und so weiter. Und da das so ein beliebtes Problem ist, haben viele von Ihnen sicherlich davon auch schon mal gehört. Und da würde ich jetzt einfach nochmal ein paar Namen sammeln. Das war es nicht. Also wieder zurückgehen. Gehen Sie doch bitte mal da drauf. Irgendwo hatte ich das eigentlich auch hinterlegt. Das muss ich dann mal hier starten. Gehen Sie mal auf Mentimeter. Ich hoffe, ich habe ein Netz hier. So. Was haben wir denn? Intro Lern Sprint 1. Genau. Von welchen Sortieralgorithmen haben Sie denn schon mal gehört? Beim letzten Mal bei dieser Tech Cloud standen schon so ein paar, aber ich würde das gerne hier nochmal sozusagen ganz konkret sammeln. Also menti.com und dann die 4074-5649. Das sieht ja schon mal ganz gut aus. Sie sehen, wie viele unterschiedliche Schreibweisen es für ein oder dasselbe Verfahren gibt. Ob nun Bubble Sort oder Bubble Sort. Das ist auch relativ egal, aber man sieht schon irgendwie Insertion Sort, haben etliche von Ihnen schon mal gehört. Quick Sort haben etliche von Ihnen schon mal gehört. Bubble Sort haben etliche schon mal gehört. Merge Sort. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wunderbar. 58, ja. Sehr gut. Sehr schön. Ganz herzlichen Dank. Ja, das sieht gut aus. Bis auf Pogo Sort, das stand da eben, glaube ich, irgendwo stand letztes Mal auch schon da. Das kenne ich irgendwie nicht. Bogo Sort kenne ich auch nicht. Ich kenne auch nicht alle. Die meisten werden wir behandeln. Und ich sage Ihnen auch, warum wir die behandeln werden. Ne? Ich gehe mal wieder über hier zu meiner Präsentation. Das funktioniert wunderbar. Ich habe die mal unterteilt in einfache und komplexere Verfahren. Die einfachen Verfahren, das sind Insertion Sort und Selection Sort. Und dann gucken wir uns an, habe ich so als Advanced Sorting Methoden bezeichnet, den Merge Sort, den Quick Sort und den Heap Sort. Warum beschäftigen wir uns mit denen? Nun ja, Insertion Sort, das ist so das eins der ersten Dinge, die man macht. Also spätestens dann, wenn man irgendwie mal so Karten spielt oder sowas, dann machen sie typischerweise immer einen Insertion Sort.
Ja, nehmen irgendwie, kriegen Karten, beispielsweise spielen Skat oder Doppelkopf, ja, nehmen nach und nach die Karten auf und stecken die dann in irgendeiner Sortierung ein. Ja, das ist typischerweise Insertion Sort. Anderes Prinzip, Selection Sort. Ich suche mir irgendwie immer das kleinste oder das größte Element aus einem Stapel raus und bringe das dann an eine passende Position. Das ist Selection Sort. Einfache Verfahren. Warum die einfach sind, das wird dann deutlich, wenn wir uns damit beschäftigen, wie aufwendig denn so ein Verfahren ist. Um das verstehen zu können, müssen wir aber erst wissen, wie wir denn sozusagen so einen Algorithmus irgendwie bewerten können. Komme ich gleich nochmal zu. Dann haben wir komplexere Verfahren. Das sind Merge Sort, Quick Sort und Heap Sort. Merge Sort und Quick Sort, das sind zwei sehr schöne Beispiele, um dieses Divide and Conquer Prinzip zu verdeutlichen. Ja, Merge Sort, auch ein ganz einfaches Verfahren. Ich teile einfach eine Zahlenfolge in zwei Teile auf, ja, und rufe dann sozusagen mit dieser Hälfte die gleiche Routine nochmal auf, ja, bis ich runterkomme auf Folgen der Länge 1 oder 2. Das heißt, dann muss ich einzelne Elemente miteinander vergleichen, ja, und dann vergleiche ich die, bringe die in die richtige Reihenfolge und dann baue ich die sozusagen wieder zusammen. Ja, es geht erst so nach einer Pyramide nach oben, dann läuft es nach unten. Ist ein wunderbares Beispiel für Divide and Conquer. Genau das gleiche gilt für Quicksort auch. Ja, wir werden alle Verfahren, also zumindest den Insertion Sort, Merge Sort und Quicksort, da werden wir uns auch genau anschauen, wie denn die Analyse von solchen Algorithmen funktioniert. Das heißt, was wir letztendlich da tun werden, wir zählen einfach Rechenschritte. Ja, und Rechenschritte, je weniger Rechenschritte in Abhängigkeit der Größe der Eingabe benötigt werden, desto besser ist es. Ja, und das werden wir dann irgendwie so klassifizieren. Das machen wir im ersten Lernsprint. Ja, und Heap Sort und Selection Sort, das ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür. Das sind eigentlich ein und dieselben Algorithmen, Heap Sort und Selection Sort. Der Unterschied ist, dass wir Selection Sort auf einer einfachen Datenstruktur verwenden werden, nämlich einem ganz einfachen Array oder Feld. Und bei Heap Sort verwenden wir, ich sage mal, eine intelligente Datenstruktur. Da stecken wir ein bisschen Information und in die Verwaltung der Datenstruktur rein, ja, führen aber ansonsten genau denselben Algorithmus aus. Ja, und da sehen wir schon, dieses Zusammenspiel von Algorithmus und Datenstruktur, das macht diesen Algorithmus zu einem deutlich besseren als diesen Algorithmus. Ja, und das sind sozusagen die Gründe dafür, warum wir uns denn in dieser Veranstaltung mit diesen Sortieralgorithmen beschäftigen. Also eigentlich nur, um bestimmte Prinzipien zu verdeutlichen, die aber eigentlich dann für alle Belange im Bereich der Algorithmik oder des Algorithm Engineering irgendwie von Bedeutung sind. Ja, was sind die Herausforderungen, wenn Sie denn am Programmieren sind? Sie sind ja gerade zumindest die meisten von Ihnen, am Anfang Ihrer Software-Entwicklungskarriere, sage ich mal, im zweiten Semester. Das wird irgendwie ein häufig bekanntes Bild sein. Ja, ob so oder vielleicht, wenn Sie nicht so impulsbehaftet sind, dann reagieren Sie vielleicht ruhiger darauf, wenn irgendwie ständig Fehlermeldungen kommen oder Ihr Programm hängen bleibt, was auch immer. Ja, also die Frage beispielsweise, wenn dann irgendwie so eine Meldung kommt, Speicherüberlauf, das kann schon mal passieren. Oder auch, dass Sie elendig lange warten müssen, bis Ihr Programm denn eine Antwort liefert. Und das, was wir uns angucken wollen im Rahmen dieser Veranstaltung, Sie kriegen ja sozusagen diese Geschichte mit dem HSOS, mit unserem kleinen Betriebssystem, wo halt beispielsweise auch Sortieren benötigt wird. Ja, das kann man häufig machen, naja, sortieren wir mal 10 Daten, wie dieses Beispiel, was ich da eben hatte, das waren glaube ich nur 8 oder 20 oder 100 oder 1000. Aber uns interessiert auch die Frage, kriegen wir es denn auch hin, die Programme so zu gestalten, dass wir große Datenmengen verarbeiten können. Also, keine Ahnung, 1 Million, 5 Millionen, 10 Millionen Datensätze. Ja, und dann sieht man schon relativ schnell, das ist meistens so ein Aha-Erlebnis, spätestens beim Quicksort, dass dann viele Implementierungen von Studierenden einfach auf die Nase fallen, weil man einfach mit so vielen Daten nicht hantieren kann. Und auch das muss ich natürlich irgendwie berücksichtigen. Und was ein Programm niemals tun darf, das darf nicht einfach abstürzen mit einer Fehlermeldung. Ja, dann müssen wir die Fehler sauber abfangen. Ja, das wollen wir hier in diesem Kurs nicht. Und um vielleicht im Vorfeld auch so ein bisschen dann schon eine Aussage treffen zu können, kriege ich denn so eine Fragestellung, sortieren ist jetzt irgendwie gut gelöst, das können wir auch beantworten. Ja, aber wenn ich irgendwie eine andere Fragestellung habe, kriege ich denn im Prinzip das Problem überhaupt gelöst?
Ja, da muss man sich mal überlegen, ja, welche Art ist denn dieses Problem eigentlich? Dass ich im Vorfeld vielleicht schon mal analysiere, wie lange wird denn so eine Laufzeit dauern, wenn beispielsweise ich da 5 Millionen Datensätze reingebe in mein Programm, ich dieses Programm analysiert habe, dass ich dann ungefähr sagen kann, ja, das wird wohl machbar sein, da bin ich in 20 Sekunden fertig oder dauert es 2 Tage die Rechnung. Das heißt, wir wollen irgendwie die Leistungsfähigkeit so ein bisschen vorhersagen eines Programmes. Wir wollen aber auch Algorithmen vergleichen können. Ja, ich möchte beispielsweise auch hinterher, dass Sie wissen, warum ich denn beispielsweise Insertion Sort und Selection Sort als einfache Verfahren bezeichnet habe. Ja, und was war das? Heap Sort, Quick Sort und Merge Sort als fortgeschrittene oder Advanced Sorting Algorithms bezeichnen. Das müssen wir ja irgendwie fundieren, so eine Aussage. Das heißt, wir wollen Algorithmen miteinander vergleichen. So sagen können, Mensch, das ist jetzt ein besserer Algorithmus als ein anderer Algorithmus. Wir müssen die Theorie verstehen, warum das so ist. Ja, und wir wollen natürlich sozusagen auch aus der Praxis heraus, möchten natürlich irgendwelche Leistungsschwachstellen vermeiden. Das, was ich gerade sagte, ja, wenn wir halt Daten haben, 5 Millionen Daten, 10 Millionen Daten, ja, dann sollen wir trotzdem Vertrauen in unsere Software haben. Und wenn wir das nicht verstehen, sprich, wenn Sie das nicht verstehen, dann könnte es vielleicht zu sowas kommen. Ja, irgendwie Kundin bekommt eine leistungsschwache Lösung, weil der Entwickler die Leistungscharakteristika nicht verstanden hat oder nicht versteht. Ja, es ist wichtig, dass Sie sozusagen über das, mit dem Sie sich auseinandersetzen, dass Sie auch die Hintergründe dazu verstehen. Das heißt, das ist sozusagen einer der Teile in diesem ersten Lernsprint und der ist an einigen Stellen, sieht er fürchterlich kompliziert aus und fürchterlich theoretisch, aber in der Praxis ist das gar nicht so schlimm, weil wir dann relativ schnell abstrakt darüber gucken und zumindest ein Gefühl dafür bekommen wollen, wann denn ein Algorithmus gut ist und wann er vielleicht nicht so gut ist. Um das tun zu können, müssen wir uns mit Algorithmenanalyse beschäftigen. Ja, und das machen wir auf zweierlei Arten, oder man kann das auf zweierlei Arten machen. Das eine ist, dass wir es irgendwie beobachten. Das andere ist, dass wir ein mathematisches Modell entwickeln. Jetzt kriegen Sie nicht gleich Bauchschmerzen, wenn Sie das Wort Mathematik hören. Das sage ich nur deswegen, weil das häufig so ist bei uns im Studium. Das ist an dieser Stelle auch ein bisschen abstrakt, aber wie gesagt, es ist gar nicht so schlimm. Ja, wenn wir das beobachten, dann würde man vielleicht sowas machen. Man hat irgendwie ein Problem, das könnte jetzt beispielsweise sortieren sein, und dann fülle ich einfach mal so eine Tabelle. Ja. Mache da eine Messung mit beispielsweise 500, 1000, 2000. Sie sehen, ich verdoppel immer die Eingabegröße und dann messe ich einfach mal, das sind jetzt fiktive Zahlen, die ich mir da irgendwie überlegt habe. Vielleicht habe ich sogar gemessen anhand irgendeines Algorithmus, weiß ich gar nicht mehr. Ja, nehmen wir das Beispiel Sortieren. Wir sortieren da mal 32.000 Zahlen, dann kommt da irgendwie 135 Millisekunden raus. Bei 64.000 Zahlen 547 Millisekunden und dann geht das immer so weiter. Ja, und wenn man das dann als Graph abträgt, dann kommt da irgendwie diese Kurve dabei raus. Man sieht schon, wenn man das jetzt so gedanklich weiterführen würde, ja, da kommt wohl sowas raus. Wenn ich die Eingabegröße verdopple, dann vervierfacht sich ungefähr die Zeit. Ja, das ist am Anfang noch nicht so richtig deutlich bei kleinen Größen, aber zum Ende hin, in die letzten 3 oder 4 Einträge, da stimmt das ziemlich genau. Ja. Da fließen jetzt mehrere Dinge ein, wenn ich sowas mache, wenn ich so eine experimentelle Analyse mache. Erstmal mache ich das natürlich, wenn ich Laufzeiten messe, mache ich das nicht nur einmal, sondern mache das mehrere Male. Weil neben den systemunabhängigen Effekten, mit System meine ich jetzt wirklich das ausführende Rechnersystem, neben den systemunabhängigen Effekten wie den eingesetzten Algorithmus oder die Eingabedaten, auch da werden wir sehen, die Eingabedaten spielen vielleicht auch eine wichtige Rolle. Neben diesen systemunabhängigen Effekten gibt es auch systemabhängige Effekte. Das ist natürlich irgendwie die Hardware, die Sie einsetzen. Ja, wenn Sie das auf Ihrem Rechner machen, da vorne steht irgendwie so Microsoft Surface, ja, da kommen sicherlich andere Zahlen raus, als wenn ich das irgendwie auf diesem Rechner hier mache.
Ja, die Software, die sie einsetzen, was für einen Compiler sie verwendet haben, welcher Interpreter eingesetzt wird, wie gut der Garbage Collector funktioniert, was läuft sonst noch auf ihrem Rechner so nebenbei, also irgendwie Betriebssystem ist ja dafür da, die Betriebsmittel zu verwalten und wer weiß, vielleicht laufen da mehrere Programme parallel, sie haben irgendwie Netzwerkzugriffe, das spielt natürlich auch eine Rolle. Ja, darum, wenn man Laufzeitmessungen macht, macht man typischerweise immer mehrere Serien, dann mittelt man vielleicht sogar noch, um halbwegs eine vernünftige Aussage zu bekommen. Funktioniert natürlich ganz gut, das ist einfach Fleißarbeit, ja, können wir leicht ausführen, machen relativ viele Experimente, ist aber schwierig für präzise Prognosen. Ja, und darum werden wir uns typischerweise auch mit einem Modell beschäftigen. Was machen wir da? Typischerweise guckt man sich an den Zeit- und den Speicherplatzbedarf in Abhängigkeit der Eingabegröße. Ja, das, was wir da eben hatten, ja, quasi wie bildet sich das ab, wenn wir die Eingabegröße verdoppeln, ja, die Vervierfachung der Laufzeit. Das deutet, wenn man sich dann die Kurve nochmal anguckt, ja, Sie sehen schon, das kennen Sie, das ist irgendwie sowas wie so eine halbe Parabel, kennen Sie vielleicht von quadratischen Funktionen. Das deutet irgendwie so darauf hin, dass das vielleicht so ein quadratisches Laufzeitverhalten ist. Das können Sie jetzt vielleicht noch nicht deuten, aber spätestens dann, wenn Sie das Elias durchgearbeitet haben, werden Sie genau wissen, was ich damit meine. Also, das ist sozusagen das Ziel bei der Algorithmenanalyse. Man guckt sich an, wie viel Speicherplatz brauche ich und wie viel Zeit brauche ich. Wir werden uns konzentrieren auf den Zeitbedarf. Und was machen wir da? Wir werden das einfach zählen. Ja, die erste Übung wird sein, dass man sich so einen ganz einfachen Algorithmus wie den Insertion Sort hernimmt, ja, der aus zwei geschachtelten Schleifen besteht. Dann machen wir da so ein paar Sachen. Und dann nehmen wir eine ganz einfache Annahme, wir sagen einfach, jeder Rechenschritt, der da durchgeführt wird, ob das eine Zuweisung an eine Variable ist, ob das die Erhöhung eines Schleifenindizes ist, ob das ein Lesen aus einem Array, Schreiben in einem Array ist, zählen wir einfach sozusagen mit der Größe 1. Also wir zählen einfach die Rechenschritte. Wenn sowas eingepackt ist in eine Schleife, dann zählen wir natürlich den Inhalt der Schleife, plus die Häufigkeit der Schleifendurchläufe. Ja? Multiplizieren wir miteinander. Und wenn wir eine geschachtelte Schleife haben, dann müssen wir uns angucken, wie häufig durchläuft die innere Schleife, wie häufig läuft die äußere Schleife und müssen das entsprechend verrechnen. Das heißt, die Zeitkomplexität kann man eigentlich relativ einfach ermitteln. Wir führen da eine bestimmte Notation ein und das ist das, was typischerweise irgendwie schwierig ist, die Groß-O-Notation. Das ist im Prinzip so eine Abstrahierung dieser Laufzeitmessung. Und wir sagen, jede einzelne Anweisung, wie ich es gerade gesagt habe, Zuweisung, Eingabe, Ausgabe, hat konstante Laufzeit. Die Größe der Konstante interessiert uns dabei nicht. Uns interessiert nicht, ob das 5 Millisekunden, 10 Nanosekunden oder 3 Nanosekunden sind. Wir sagen einfach, das zählt als eine konstante Größe, geht das mit ein. Wenn wir eine Folge von Anweisungen haben, ja, dann summieren wir einfach die Zahlen, die wir da ermittelt haben. Ja, wenn wir drei Anweisungen haben, ja, jeder hat sozusagen konstanten Aufwand, ja, dann haben wir sozusagen dreimal konstanten Aufwand. Genau, wenn wir eine bedingte Anweisung haben, sowas wie eine If-Anweisung, ja, dann gucken wir uns an, wie lange brauchen wir denn für die Auswertung der Bedingung? Ja, das kann ein einfacher Vergleich sein. Das könnte ja auch ein Methodenaufruf sein. Dann müssen wir uns natürlich angucken, wie groß sozusagen die Laufzeit dieser Methode ist. Plus dann die Laufzeiten für den einen Fall und für den anderen Fall. Sprich, was machen wir in dem True-Fall, was machen wir in dem False-Fall? Ja, auch das müssen wir quasi ermitteln. Schleifen habe ich gerade schon gesagt. Laufzeit einer Schleife berechnet sich aus der Summe der Durchlaufzeiten je Schleifendurchlauf. Genau, und wenn wir sozusagen nichts davon haben, also keine Schleifen, Rekursion, dass ein Programm sich wieder selbst aufruft, wenn wir das alles nicht haben, dann sagen wir einfach, ein Programm hat konstante Laufzeit. Und es ist uns egal, ob das 5 Rechenschritte sind oder 100 Rechenschritte. Das spielt keine Rolle.
Ja? Wir sagen dann, das hat konstante Laufzeit und bezeichnen das dann im Rahmen von dieser Groß-O-Notation als O von 1. Und was wir dann machen, wir teilen quasi die Algorithmen ein in ja, sogenannte Komplexitätsklassen und wir machen das ganz einfach. Wir sagen, erstmal gucken wir uns an, oder wir bezeichnen Algorithmus als effizient, wenn er denn von der Laufzeit her eine konstante Laufzeit hat. Das heißt irgendwie ohne Schleifen, geschachtelte Schleifen, unabhängig von der Größe der, der Eingabe. Eine lineare Komplexität, das heißt, das, was wir sozusagen hinterher als Ergebnis dieser Berechnung hier, ja, wir würden sozusagen anhand dieser Kriterien würden wir letztendlich eine Formel berechnen. Ja, bei den Schleifen typischerweise fließt da ja ein die Größe der Eingabe. Wir hatten eben, ich glaube, 8 Zahlen waren es, die wir sortiert haben. Typischerweise haben wir n Zahlen. Ja, und dann fließt diese Größe der Eingabe fließt letztendlich hier in die Bewertung des Programmes ein. Ja, und wenn wir sagen, wir hätten eine Schleife über alle Elemente beispielsweise, ja, und nehmen wir mal ein einfaches Beispiel, wir kriegen eine Folge von n Zahlen und möchten das größte Element dieser Zahlen bestimmen. Ja, wenn wir nichts über die Folge wissen, dann müssen wir einmal ganz durchgehen. Das heißt, wir müssen einmal in jedes Element reingucken, uns dann sozusagen das jeweils größte immer speichern in so einer Hilfsvariable. Ja, und wenn das irgendein späteres größer ist als diese Hilfsvariable, setzen wir diese Hilfsvariable neu. Dann hätten wir eine Laufzeit von linearer Laufzeit, O von n, will man dazu sagen. Nämlich dieses n ist die Größe der Eingabe, die wird hier mit einfließen. Ja, und wenn wir eine verschachtelte Schleife hätten, über zweimal die Größe n, ja, dann hätten wir sowas wie n². Das ist ja jetzt hier nur der Einblick. Es soll Ihnen ja den Einstieg in das Elias-Modul so ein bisschen erleichtern. So, und wir sprechen von effizienten Algorithmen, wenn wir konstante Komplexität haben. Das heißt, das ist unabhängig von der Größe der Eingabe. Ja, ein Beispiel wäre, Sie geben n-Zahlen rein und wollen ein beliebiges raus haben. Dann können wir immer das erste nehmen oder immer das letzte, hätte konstante Laufzeit. Da ist egal, ob wir da 500 oder 7000 Elemente reingeben. Lineare Laufzeit wäre sowas wie ich es gerade skizziert habe. Wir möchten das größte Element raus haben aus einer unsortierten Folge. Dann, wenn wir die Laufzeit als Polynom beschreiben können, also n ist die Größe der Eingabe, dann hätten wir sowas wie n² plus 2n. Ja, das wäre ein Polynom. Ja, das könnte auch ein Ergebnis sein unserer Summe der gezählten Rechenschritte. Ja. Oder logarithmische Komplexität. Das wäre beispielsweise bei der binären Suche der Fall. Ja, wenn Sie ein Telefonbuch haben mit n Einträgen und in jedem Rechenschritt die Hälfte der Elemente sozusagen weglassen, ja, dann kommen wir auf eine Laufzeit von log n, ja, weil wir in jedem Schritt sozusagen halbieren. Was wir nicht haben wollen, und das finden Sie dann beispielsweise in so fiktiven Laufzeittabellen in dem Elias, wir möchten keine Algorithmen haben mit exponentieller Laufzeit. Also wenn sowas vorkommt wie 2 hoch n, ja, dann haben Sie schon verloren, weil dann können Sie nicht irgendwie über, was weiß ich, 100, n gleich 100 hinausgehen. Ja, weil dann werden Ihre Algorithmen einfach nicht fertig. Das wollen wir vermeiden. Ja, und natürlich hier bei den Polynomen, praktisch vernünftig ist es natürlich nur bei kleinen Polynomen, also mit kleinen Exponenten. Also n Quadrat geht wohl noch, n hoch 3 geht vielleicht auch noch, aber darüber hinaus wird es dann schon irgendwie schwierig. Genau, und das ist sozusagen alles Thema im ersten Lernsprint. Ja, das finden Sie da in dem Elias beschrieben. Ich kann jetzt nicht sehen, wer was schon gelesen hat. Also das kann ich nicht sehen. Das Einzige, was Sie sehen können, jetzt ein bisschen klein, aber Sie haben ja vielleicht schon mal reingeguckt, hier finden Sie jetzt sozusagen das Inhaltsverzeichnis. Geht jetzt hier mein Browser auf, dann können wir da einfach mal reingehen. Da das hier nicht gespiegelt ist, muss ich jetzt da hingucken. Ich gehe da mal rein. Nutzerkennung, zack. Geht nicht.
ist das. So, jetzt bin ich aber drinne. Genau, gehen wir hier rein. Genau, was Sie hier sehen, ist sozusagen Ihr persönlicher Lernfortschritt. Wenn es grün ist, dann haben Sie das schon bearbeitet. Ich habe mir das natürlich auch alles durchgegangen, aber ich habe einen zweiten Kurs, wo wir die ganzen Inhalte entwickeln. Und wenn ich das dann hierüber rein importiere, dann sind meine ganzen Markierungen natürlich wieder weg. Das habe ich mir jetzt nicht normal hier angeguckt alles. Ja, das ist sozusagen der Theorieteil. Hier ist die Einleitung, Hinweise zum Praktikum, dann die konkrete Aufgabe zum ersten Lernsprint. Das finden Sie ja hier. Genau. Und dann die eigentlichen Inhalte, das, was ich jetzt sozusagen heute hier erläutert habe, zur Einleitung, das finden Sie alles hier beim Lernsprint. Ja, hier irgendwie Einleitung, Analyse von Algorithmen, dann nochmal konkreter sortieren. Da müssten Sie halt dann irgendwie durchgehen. Genau, wo Sie dann die Details dazu finden. Ja, und heute, was wollen wir jetzt heute machen? Wir können gleich Fragen klären, aber ich würde jetzt zumindest noch mal ganz kurz auf diese Teamarbeit eingehen, weil das war ja letzte Woche dann noch relativ voll. Wie Sie sich das organisieren. Und das machen wir auch gleich. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt schon so passend zusammensitzen, sonst müssten Sie sich gleich einmal umsetzen, dass Sie in Ihren Teams zusammensitzen. Das ist sozusagen der generelle Ablauf. Sie sollten immer einsteigen mit so einer Planungsphase. Ja, Teams haben wir gebildet, das haben wir diese Woche gemacht. Und jetzt weiß ich nicht, inwieweit Sie das schon gemacht haben. Ansonsten würde ich Sie ermuntern, das jetzt gleich zu machen, dass Sie Ihre Arbeit planen für diesen ersten Sprint. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir das in dem GitLab machen. Das haben ja Christian und Sebastian ganz kurz gezeigt. Dieses Board, und ich würde das gleich nochmal abstrakt zeigen, was da bitte reinkommt. Ja, das ist sozusagen hier das Board, was Sie sich selbst angelegt haben, indem Sie hier diese entsprechenden Kriterien einmal eingerichtet haben bei diesem Board. Story, Celebration-Kriterien, die konkreten Dinge, die zu tun sind, To-Do, In-Progress und wir haben es hier genannt, In-Review. Genau. Das, was wir schon abgeschlossen haben. Das Schöne ist, ich finde das, ich persönlich nutze auch immer so einen To-Do-Listen-Manager und ich finde es immer herrlich, wenn ich da Dinge eintrage und wenn ich sie dann rüberschieben kann, wenn ich sie erledigt habe. Das ist immer so ein befreiendes Gefühl. Ja, und das können Sie hier direkt erleben. Was kommt in dieses Board rein? Hier jetzt sozusagen in dieser abstrakten Variante, weil ich das als Folien schon mal hatte und da hatten wir das noch nicht mit GitLab gemacht. Das ist das, was Sie jetzt gleich nochmal machen, bitte. Dass Sie sich Ihren ersten Lernsprint quasi aufteilen. Das werden Sie nicht heute machen, dann sind Sie fertig mit der Planung. Das entwickelt sich vielleicht auch weiter, weil Sie heute noch nicht alle konkreten To-Dos vielleicht identifiziert haben. Ganz einfaches Beispiel. Ja, wenn Sie den Quicksort implementieren wollen, dann müssen Sie ihn ja zumindest vorher in der Theorie verstanden haben. Also da gibt es mehrere To-Dos, die konkret zu erledigen sind. Das eine ist Erarbeiten der Theorie, ja, und dann irgendwie umsetzen in die Praxis. Also sind schon zwei konkrete To-Dos. Man würde das aber abstrakt in so einer Story beschreiben. Ja? Story sind eher so gröbere Lernziele. Teilweise sind die durch unsere Sprints vorgegeben. Und daraus leiten Sie dann konkrete Schritte, die erledigt werden müssen, ab. Ja, und sozusagen im Rahmen dieser Sprintplanung legen Sie sich das jetzt genau fest. Sie werden die Stories entwickeln. Ja, teilweise sind die vorgegeben. Ja, das ist sozusagen, dass Sie Ihr Lernziel herunterbrechen in einzelne Arbeitspakete oder in Unterthemen. Ja, jede Story führt dann zu einer konkreten Reihe von To-Dos. Ja, wir haben also das Lernziel, das ist sozusagen jetzt der Sprint 1, dann brechen wir das runter auf verschiedene Stories und dann gibt es konkrete To-Dos. Und ein To-Do ist immer nur dann ein To-Do, wenn ich da dran schreiben kann, wie viel Zeit investiere ich da und vor allen Dingen, wer macht's. Ja, dass man da auch eine Zuständigkeit hat. Also beispielsweise ein To-Do könnte sein, so jetzt implementieren wir halt den Quicksort. Ja, wenn Sie im Viererteam zusammenarbeiten, dann machen Sie das vielleicht in einem Zweierteam sozusagen, dass Sie sich jetzt aufteilen. Sie machen irgend sowas wie in so ein Pair-Programming.
entwickeln diese Methode für das Quicksort zu zweit. Das ist aber ein konkretes To-Do, da stehen dann ein oder zwei Namen dran und Sie sagen, auch da brauche ich jetzt irgendwie einen halben Tag für. Dann schreiben Sie das da dran. Genau. Und Sie können auch Schwierigkeiten vielleicht da zuweisen, zumindest so, wie Sie es jetzt einschätzen. Wenn Sie damit daneben liegen, dann ist das ja gar nicht so schlimm, aber es hilft Ihnen vielleicht zukünftig dann für das Einschätzen von Aufgaben. Dann sollten Sie für sich im Prinzip definieren, was, wir haben es hier als Celebration-Kriterien benannt, was sind denn Akzeptanzkriterien, die das Projekt erfüllen muss? Ja, beispielsweise, das geben wir Ihnen teilweise auch schon vor, indem wir nämlich so Unit-Tests eingeführt haben. Ja, das ist natürlich der Anspruch, dass Ihre Programme, die Sie entwickeln, auch diese Unit-Tests durchlaufen. Mit Blick auf die Theorie, ja, sollte vielleicht jeder von Ihnen diesen Review, den wir als Test in dem Ilias mit eingebaut haben, auch da erfolgreich bearbeitet haben. Fristen können Sie hinterlegen. Das ist das, was wir so als Celebration-Kriterien meinen. Das hatten wir gerade schon. Genau, dann sollten Sie, wir haben das Definition of Doing, das kommt auch aus diesem Edu-Scrum-Kontext, sollten Sie Arbeitsvereinbarungen im Team zur Beendigung der Aufgabe formulieren. Das heißt, wann bezeichnen Sie diese Aufgabe als abgeschlossen? Ja, hier so zwei, drei Beispiele. Ja. Und was uns auch ganz wichtig ist, dass Sie für sich im Team Regeln für die Zusammenarbeit formulieren. Ja, das kann alles Mögliche sein. Das kann irgendwie sein, wie Sie im Team zusammenarbeiten, wie Sie gegenseitig miteinander umgehen, was passiert im Konfliktfall und. Ja, wir hatten das beim letzten Mal oder im vorletzten Mal, haben wir das hier sozusagen auf Papier gesammelt. Auch das können Sie gleich noch machen. Ja, wo hier beispielsweise geschrieben ist, ach, wir behandeln uns gleichberechtigt und wir arbeiten konzentriert an dem Thema und. Ja, das überlasse ich Ihnen, da gebe ich Ihnen nichts vor. Den Teil blenden wir noch aus, das Run-Up-Chart, das machen wir im zweiten und dritten Sprint, sodass wir so ein bisschen messen können, nicht, dass Sie selbst messen können, Ihren Fortschritt, Ihren Lernfortschritt. Ja, wenn Sie quasi Ihre To-Dos mit Prioritäten einschätzen, und mit Aufwänden versehen. Ja, und wenn Sie das hinterher alles summieren, dann sehen Sie, wie viel Arbeit Sie zu erledigen haben. Ja, und mit jedem To-Do, was Sie sozusagen von links nach rechts in Ihrem Board schieben, ja, sinkt sozusagen die Restarbeit. Ja, das heißt, man kann das als Run-Up-Chart machen, dass es anwächst, was man schon erreicht hat, oder als Burn-Down-Chart, was von der gesamten Arbeit schon erledigt wurde. Dann wird sozusagen wird's nach rechts hin kleiner. Wie gesagt, das blenden wir im Moment noch auf, aber da geht es so in Richtung Aufwandsschätzung für Ihren Sprint. So, und jetzt können wir Fragen klären zum Vorgehen. Ansonsten würde ich Sie bitten, sich jetzt gleich in Ihren Arbeitsgruppen zusammenzusetzen und einfach sozusagen dieses Board zu befüllen, sofern Sie das jetzt nicht schon gemacht haben. Dann können Sie einmal in Ihrem Projekt weiterarbeiten. Aber zunächst mal Raum für Fragen zum Vorgehen. Wenn so keine Fragen gibt, dann stoppe ich erstmal die Aufzeichnung hier und Sie setzen sich einfach zusammen.